Gegen Team Leisure. Wir sind am siebten Spieltag und wir hoffen auf ein spannendes Spiel. Und jetzt wird erstmal ein bisschen geschnetzelt, denn wir wollen ja erfahren, wer startet links, wer startet rechts, wer startet CT, wer startet T, wer hat Bock, wer hat keinen Bock, wer hat heute Tee getrunken und wer nicht. Jaycee schreibt schon, das schmeckt. Wenn ich namenstechnisch irgendwas falsch ausspreche, wenn hier irgendwelche Kenner dabei sind, dann bitte berichtigen. Ich bin da in Div 2 auch nicht immer so ganz auf der Höhe. So, die Knife Round ist gerade zugunsten von niemandem. Aber Sticko, nenne ich ihn jetzt auch mal, den guten Kollegen, schnetzelt hier den letzten weg. Von daher die Mysterious Monkeys hier erstmal mit der herzallerliebsten Seitenwahl. Und ja, üblicherweise wäre es natürlich CT, aber wir haben auch schon öfter gesehen, dass man hier auch mal auf T startet. Die Monkeys machen es aber klassisch, starten auf der CT-Seite. Und mal gucken, was sie hier gegen Leisure machen können. So. Gucken mal, was sich da alles Schönes gekauft wird. Bis jetzt hier ausschließlich Kevlar, aber bei beiden Teams, da sehe ich noch keine Nate aufploppen. Also die Monkeys hier fünfmal auf Kevlar und ja, Assa bei den Ts zumindest mal mit ein paar Granaten. Und dann schauen wir noch, was die Jungs hier machen. Panda schon mal offensiv in Main reingepusht. Und jetzt wird hier ein bisschen geboostet in der Mitte. Und da wäre Frozen der erste Gegenspieler, der da den Boost bemerken würde. Drei Leute wurden da erstmal hochgeboostet. Interessante Sache. Und jetzt geht's Abfahrt Mitte. Gucken, was sie machen können. Jetzt bin ich mal ganz kurz ein bisschen verwirrt. Jetzt soll es wahrscheinlich Highway hochgehen. Patrick hat da auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gesehen. Und die Mitte ist erstmal eingenommen. Frage ist, wo es jetzt hingehen soll. Höchstwahrscheinlich natürlich Highway. Patrick bekommt da erstmal Nico. Und Chasey ist da schön rausgemoved vom B-Spot. Drückt den ersten, den zweiten. Und den kann er auch vielleicht noch den dritten machen. Och du Scheiße, er zerlegt sie hier in der Mitte. Assa, letzter Mann in der Main. Und der wird jetzt hier nicht mehr viel ausrichten können. NBK steht noch einer, da guckt er nicht hin. Und da ist er, der Patrick, und er gibt ihm das Brett. Ja, und Chasey da easy rausgemoved. Und ja, da holt er die erstmal. Wann wird Monarchs gegen Final Gaming gestreamt? Das macht tatsächlich auch ich. Und das ist Donnerstag um 20 Uhr bis 22 Uhr. So, bei den Monkeys jetzt. Dreimal UMP, eine MP7 und eine Farmers. Und bei Leisure wird da auch fast voll reingeforst. Viel Deagle sehen wir da. Und die müssen jetzt hier auf jeden Fall mal gucken, wie sie da durchkommen wollen gegen die MPs und die eine Rifle. Zwei Mann auf dem A-Spot abgestellt. Das sind Sticko und Patrick. Und die kriegen jetzt richtig Feuer hier. Danke, Autodirector, an dieser Stelle. Patrick hier vom Y kann zwei machen. Und Sticko nimmt auch noch einen raus. Kriegt dann auch noch Assa. Und ja, die Eco dann zerlegt, beziehungsweise diesen kleinen Forceball mit den Deagles. Und somit das 2 zu 0 für die Monkeys. So, natürlich jetzt folgend die Full Eco bei Leisure. Assa da, Mr. Risky Boy, gönnt sich eine P250 zusammen mit Nico. Aber natürlich immer noch genug Geld, um dann auch in der Folgerunde vernünftig kaufen zu können. So, jetzt die Jungs von den Monkeys mal ein bisschen ruhiger hier in der Eco. Ich hätte es erwartet, dass sie einfach draufjumpen. Die Jungs von Leisure, Entschuldigung. Und drei Mann in der Main jetzt hier erstmal vorgepusht. Ja, was wird man da machen können? Vermutlich relativ wenig. Man hat kein Kevlar, man hat kein Helm, logischerweise. Man hat eigentlich hier wirklich nur Wasserpistole. Und das ist kein gutes Fundament, um hier einen Spot einzunehmen. Natürlich auch kein Equipment. Klar, es ist die Full Eco. Und jetzt gucken, was man damit reißen kann. Und da gibt es von der MP den ersten, den zweiten, den dritten. Nico zumindest mal mit einem Shot. Und Nico jetzt auch Last Man Standing. Und der drückt da nochmal einen Shot rein. Ja, ist das hier der falsche Nico vielleicht? Haben sie sich hier vertan? Und er zerlegt sie jetzt hier nochmal komplett. Im Normalfall dürfte er nicht mehr viel Schaden machen und Frozen setzt ihn dann auch ein Ende und damit das 3 zu 0. Immerhin nochmal zwei Waffen rausgenommen, aber die Monkeys werden jetzt natürlich dafür auf Rifle upgraden. Und jetzt natürlich auch bei Leisure dabei, da sieht man jetzt auch die AKs aufploppen. So, und wir spielen Full Rifle gegen Full Rifle
keine AWP, auch wenn es bei den Monkeys natürlich möglich gewesen wäre. So, und jetzt mal schauen, wie die Teams sich hier aufstellen. Leisure erstmal weit gesplittet. Man merkt, dass es jetzt die Kaufrunde ist. Man merkt, dass sie jetzt nicht mehr einfach nur was Plumpes hier reinspielen wollen. Jetzt spielen sie es mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen abwartender. Und Pan hier eine One-Way-Smoke gesucht, um mal irgendwie Richtung Y zu gucken. Kriegt aber erstmal eine Flash reingedrückt. Assa da alleine abgestellt Richtung B, soll da eventuelle Verschieber abhalten. Aber hier ist immer noch Nico, der die Bombe hat. Der soll dann natürlich nachschieben Richtung Main. Und sie werden da erstmal zwei Spieler facen. Keiner, der Assa da bei B pushen will. Und jetzt wird gleich der Execute kommen auf dem A-Spot. Wir haben noch circa 55 Sekunden. Und Pan schleicht sich langsam raus, bekommt den ersten Frag. Und jetzt muss es die Abfahrt geben und die Nades müssen fliegen. Zweiter Frag hier von Slevin. Und den dritten holt er auch noch. Und der Spot ist komplett dicht. Und jetzt kann eigentlich nur noch gesaved werden. Ah, QK dann auch noch weggezischt. Und jetzt ist es Chasey, Last Man Standing auf dem B-Spot. Wenn Nico da ein bisschen doof reinläuft, dann kriegt er vielleicht noch Nico halt als Exit-Frag. Aber ansonsten... Ja, Chasey da nicht mehr mit irgendwelchen Möglichkeiten, bringt die M4 noch durch und dann hat sich das für ihn hier auch gegessen. Ja, und damit Leisure erfolgreich mit dem Go. Chasey hat aber nochmal Nico gesehen, aber kann auch das Duell nicht gewinnen und somit die Waffenrunde an Team Leisure gegangen. Ja, geldtechnisch bei den Monkeys jetzt nicht so viel da. Da haben dann vielleicht auch die zwei Shots von Nico noch ein bisschen was bewirkt. Und dass sie nicht allzu viele Frags gemacht haben mit den MPs. Denn jetzt gibt es direkt nach der verlorenen Waffenrunde erstmal eine Eco. Wir sehen zweimal Deagle. Ja, und ansonsten nicht viel. Und bei Leisure geht man ganz geschlossen in Richtung B-Spot. Und Chasey ist da eigentlich in der Falle, aber vielleicht checken sie ihn nicht. Jetzt kommt er da raus und er holt zwei! Er holt drei! Ach du Scheiße, den nächsten kriegt er natürlich nicht mehr, aber hat unglaublich viel Schaden gemacht für sein Team. Creo bekommt dann Frozen. Und auch diese Deagles können da nochmal gefährlich werden. Kein E am Ende. Ja, ich sag ja, sagt Bescheid, wenn irgendwas ist. Also Chase nehme ich mal an. So, 2-on-2-Situation. Und es geht so langsam vor zum Retake. Kit hat man nicht dabei. Creo bekommt Sticko und Patrick wird dann auch noch von Assa rausgenommen. Und damit die Folgerunde für Leisure dicht. Jetzt aber auch wieder das Geld da bei den Monkeys, um wieder nachzukaufen. Dankeschön, war korrekt. Super. Bei QK bin ich mir nicht ganz sicher. QK? QK? Weiß nicht so genau. So, wir gehen in die sechste Runde auf der ersten Map. Zweite Map ist übrigens Overpass. Aber jetzt sind wir erstmal auf Cage und Panda erstmal erfolgreich mit der AWP in der Mitte. Und Assa, der rechnet damit, dass hier sich einer in der Smoke versteckt, holt den auch weg. Und Sticko dann nochmal mit der Deagle. Der Molly sitzt und dann drückt er nochmal ein Deagle-Brett. Und auch QK dann nochmal mit einem Deagle-Brett. Aber jetzt, ja... Gekauft wurde jetzt nicht bei den Monkeys, hatte ich eigentlich erwartet und deswegen jetzt nicht allzu schlimm, dass sie die Runde hier abgegeben haben. Zwei Frags ist noch ganz okay und bei Leisure bringt man drei Waffen durch und jetzt soll es wohl den Fullback geben und dann denke ich mir auch, dass eine AWP gekauft wird jetzt, sonst hätte man da wahrscheinlich nicht nochmal so sehr gespart. AWP bei Chase und AWP bei Sticko. Also die Doppel-AWP. Pan bei Leisure ebenfalls mit der AWP. Und jetzt mal interessant, wo sie sich denn da facen werden. Pan hier am B-Spot und QK könnten da eventuell ineinander laufen, wenn die Smokes da weggehen. Zweite AWP ist hier bei Sticko. Der wartet da am Squeaky. Will da natürlich gleich in die Main rein aimen. Und Slevin, der könnte da jetzt mit einem Bang was machen. Und da holt er Patrick weg. Währenddessen Assa QK weggeholt. Und der B-Execute läuft. Denn der Spot ist jetzt komplett offen. Und wenn wir mal gucken. Ja, die beiden wollen schon gar nicht mehr. Und das zu Recht. Spot ist dicht. Und wenn der B-Spot an diesem Punkt vom Spiel dicht ist,
und man noch zweimal mit gut Equipment hat, dann tut man das Beste dran, die durchzubringen, wollte ich gerade sagen. Und dann fällt er dann nochmal. Jetzt Dekolon, Last Man Standing mit der Ave. Und das wird jetzt ein Ding der Unmöglichkeit, die durchzubringen. Er zieht nochmal einen Shot. Weiß, dass Asa hier close ist. Und den bekommt er auch noch. Retake ist natürlich schon zu spät. Aber zumindest kann er hier vielleicht nochmal ein richtig böses Auer-WW hier erzeugen bei Leisure. Ah, da läuft er im falschen Moment weg. Und Nico kann ihn dann noch rausnehmen und somit auch die AWP rausnehmen. Und nicht nur das, sondern auch noch die AWP picken, damit Pan in dieser Runde wieder angreifen kann. Und die Monkeys auch wieder in Geldschwierigkeiten. Werden da höchstwahrscheinlich wieder so eine Art Deagle-Eco spielen. Eine Deagle sehen wir, zwei Deagles und sonst P250. Ja, und bei Leisure sehen wir zweimal die MP. Und die könnte schön effektiv sein jetzt hier als Money Farm, denn wir haben überhaupt keinen Kevlar-Helm bei den Monkeys. Interessant, wie das jetzt eingesetzt wird. Levin geht da einfach schnell rum, holt die Deagle weg. Aber Patrick kann da einen Shot setzen. Creo macht den Spot offen. Wir sehen hier Frozen, der hier ganz gemütlich rummoved. Und wenn er Asa jetzt hier auf dem kalten Fuß erwischt, dann kann das richtig eklig werden. Aber das sieht eher andersrum aus. Oh, sie verpassen sich. Aber Asa dreht sich um. Und dann auch dieser kleine Move. Nicht mehr von Erfolg gekrönt. QQ jetzt Last Man. Und ja, der kann vielleicht auch nochmal einen Exit-Track ziehen. Aber das war's dann auch. Asa nimmt ihn raus. Und Asa kann hier richtig schön gegen die Ekos Kills farmen. Steht aktuell auf 10-4. Und jetzt wieder die Doppel-AWP. Also das scheint hier der Plan zu sein von den Monkeys. Und die Monkeys haben, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, natürlich auch Cage gepickt. Und da muss man jetzt auch mal irgendeinen Plan haben. Und scheinbar die Doppel-AWP, das, was ihnen hier zum Erfolg verhelfen soll. Vielleicht sehen wir hier wieder mal eine Boost-Geschichte bei Leisure. Jetzt wartet er da nur. Jetzt wird, glaube ich, geboostet. Jetzt ist Creo oben. Und man nimmt hier ganz langsam die Mitte ein. Bekommt Frozen. Frage ist, wohin geht die Reise? Mitte ist komplett offen, da braucht man sich erstmal keine Gedanken machen. Und Asa, wenn der jetzt hier von Squeaky Stress macht, kann man über Highway hier ganz easy den Spot erstmal einnehmen. Patrick da relativ def am Carven, man den dann direkt wegsmoked. Aber sonst wird er hier natürlich gefährlich. Sticko weg, Frage ist, rechnet man jetzt direkt mit Patrick am Car? Aber ist auch erstmal relativ egal, denn man könnte die Bombe jetzt eigentlich erstmal legen und bräuchte sich darüber keine Gedanken machen. Oh, jetzt Retake. 3 gegen 4. Kann man versuchen. QQ kriegt einen Kill gegen Nico. Aber Asa, derweil auch Patrick rausgenommen. Und Chase. Ah, jetzt kann man sich schon langsam überlegen. Probiert man es dann noch? Wurde jetzt auch noch gesehen. K ist bekannt. QQ spätestens jetzt bekannt. Und da nimmt ihn Pan raus. Und Chase wird hier sein Bestes dran tun, keinen Shot mehr abzukriegen. Aber dann kriegt er den AWP-Shot von Pan auch noch. Und Leisure mit der 6. Runde. Und vor allem ist es die 6. Runde in Folge. Mysterious Monkeys seit der letzten Runde im Max-Loser-Bonus. Und schon wieder, ja, wird es so eine Art Deagle P250. Wir schauen mal, Runde. Dreimal diesmal wenigstens Kevlar mit dabei. Ja, und bei Team Leisure spielt man das ähnliche wie in der Pistol Round. Man, ja, stackt da erstmal schön in der Mitte. Man boostet erstmal alles hoch, was geht. Und Asa bekommt den First Track. Damit ist es Patrick, der aber schon der Main rein ist, der als Einziger dann noch irgendwie bei A Druck machen soll. Und man hat alle Optionen bei Leisure, um diese Eco hier ganz gemütlich zu vernichten. Geht da mit einer Flash nochmal ganz easy raus aus dem Vent, bekommt den Kill. Und QQ da zumindest immer mit dem Shot. Und jetzt 3 gegen 4 Retake mit absolutem Waffennachteil für die Monkeys. Mal schauen, was sie dann noch probieren. Patrick wird dann hier nochmal überrascht.
Und Kyuki wirft dann einfach wie ein verstörtes Häschen dann noch in die Smoke, als er den Gegner sieht. Aber am Ende bringt das dann natürlich nichts mehr. Ledger schwimmt da in Geld, zumindest mal bei Asapan und Creo ins Portemonnaie guckt. Und die Monkeys weichen jetzt zumindest mal von ihrem Doppel-AWP-Setup ab und man spielt fünfmal Rifle. Und mal schauen, was sie da jetzt für einen Plan haben. Mitte wird jetzt auf jeden Fall schon mal mit zwei Mann erstmal gedeckt. Beziehungsweise fast mit drei. Chase da noch im Vent. Ich weiß nicht, ob der runterjumpt. Aber jetzt geht man nicht Mitte, sondern man geht auf den A-Spot. Da konnte aber die Monkeys auch schon wieder gut Schaden anrichten. Slevin jetzt auf dem Spot, könnte da die Bombe legen. Was anderes bleibt ihm eigentlich nicht übrig. Bricht nochmal ab. Und jetzt könnte jeder Shot und jede Nade sein Ende bedeuten. Aber nimmt nochmal QQ raus. Und Chase dann mit dem Frag. Ja, diesmal hat man ein bisschen reagiert bei den Monkeys, zumindest was Richtung Mitte ging, weil man jetzt schon zweimal gesehen hat, dass da wirklich dann einfach alles hochgeboostet wird und man durch die Mitte durch will. Aber diesmal ging es nicht Richtung Mitte, sondern mal wieder ein Main und Squeaky Go. Aber auch den konnte man diesmal aufhalten bei den Monkeys. Und jetzt muss man dranbleiben. Man hat eine Runde geholt, man darf jetzt bloß nicht die Folgerunde verlieren. Und da in einen ganz gefährlichen Strudel geraten. Man muss jetzt versuchen, immer weiter Feuer zu machen. Pan wird da ein bisschen übermütig, geht da durch den Molly durch und will da direkt offensiv alleine durchgehen. Kostet ihn hier nicht weniger als sein Leben. Und auch Creo hat da schon gut HP gelassen. Und jetzt soll es zu dritt wohl Richtung Mitte gehen. Asa kann da auch schon mal einen Frag ziehen. Und Nico auch nochmal mit einem Frag. Und damit Mitte erstmal offen. Man hat zwei Mann Richtung B abgestellt. Und Patrick allein auf dem A-Spot. Soll aber jetzt Richtung B gehen. Nico kann den Kill gegen Headshot-Schräge machen. Sticko wird weggesmoked. Molly auch noch auf den Balkon geworfen, damit da auch keiner mehr nachschieben kann erstmal. Somit der Spot safe und man kann legen. So, Sticko mit der Abe, Patrick mit der M4. Und man probiert den Retake. Ah, hier wird auch ein bisschen gebankt, aber auf beiden Seiten nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Und jetzt kann man sich schon langsam überlegen, ob man denn nicht mal den Rückwärtsgang einlegt. Patrick ist da schon auf weiter Flur und Sticko will jetzt wahrscheinlich auch in den CT zurückziehen. Eventuell hier nochmal aus einer guten Position mit seiner AWP up-aimen, um nochmal ein, zwei Shots zu kriegen. Er sucht da sich auch schon seine Position aus, aber bis jetzt keiner der Anstalten macht, da Richtung CT zu gucken. Und auch Patrick scheint erstmal verschont zu bleiben. Jetzt die Chance für Sticko und er verschießt! Oh wei, eigentlich ein relativ einfacher Shot in dieser Situation, aber Asa bekommt da den Frag, weil Sticko dann doch noch verschießt. Somit jetzt die achte Runde und das ist, ja, geldtechnisch natürlich jetzt erstmal ein Schlag ins Gesicht für die Monkeys. Sparen da auch erstmal, damit sie nächste Runde einigermaßen kaufen können. Sind jetzt natürlich raus aus dem Loser-Bonus. Und Leisure mit 8 Runden können dann noch gut was drauflegen. Und wer so eine starke T-Seite spielt und dann nicht komplett absinkt, hat hier sehr gute Chancen, die erste Map für sich zu entscheiden. So, da wird erstmal ein bisschen Stress gemacht. Die Eco wird da erstmal ein bisschen zerbombt. Sticko, Last Man Standing auf dem A-Spot. Und Slevin hat da ein bisschen Orientierungsverlust. Macht nichts, Creo nimmt ihn auch. Und dann ist es noch Patrick, der dann nochmal die M4 nach Hause bringen will. Wechselt nochmal auf AK. Und hat jetzt eine Minute, um die Waffe durchzubringen. Aber das lassen sie ihm natürlich nicht. Und somit die 9. Runde für Leisure. Und bei den Monkeys ist es schon wieder eine Geldsituation, wo man sich entscheiden kann, jetzt halt auch nicht nur die eine Eco von eben zu spielen, sondern direkt eine Doppel-Eco. Und wenn ich so sehe, was da jetzt gekauft wird, Deagles und P250, man muss hier in die Doppelspar. Oh wei, damit die 10. Runde. Und man macht das jetzt gerade nur, um in der allerletzten Runde nochmal eine Chance zu haben. So, und es geht Gas auf den B-Spot. Da sollte man nicht viel Probleme haben. Asa gegen Kyuki erfolgreich. B-Spot ist dicht. Und jetzt kommt man da nochmal mit ein paar Pistols angerannt. Ja, man hat genug Geld, um nächste Runde eigentlich mal aus dem Vollen schöpfen zu können. In der letzten Runde der ersten Halbzeit. Von daher kann man jetzt hier auch nochmal ordentlich reingehen. Und dann im schlimmsten Fall noch Kevlar verlieren.
So, ein paar Shots fallen auch noch und man ist 2 gegen 2 jetzt nicht mehr. So, und dann Frozen. Zumindest die AK, die kann man durchbringen. Und das hat er jetzt auch vor. Zieht sich da zurück und da will man zumindest nicht das L4 und in der letzten Runde nochmal auf 10-5 rankommen. Ob ihm das vergönnt sein wird, das sehen wir in der nächsten Runde. Zumindest der Save von der AK geht erstmal durch. Ah, 4-10. So, sehen wir wieder die Doppel-AWP bei den Monkeys. Wäre denkbar. Geld wäre jetzt auf jeden Fall dafür da. Steko mit der Awe, aber Chase möchte nicht. Somit... Ach du Scheiße, was geht denn da ab bei Leisure? Die werden langsam aber ein bisschen übermütig. Viermal das grüne Gerät hier rausgezückt. Und Sleven damit erfolgreich. Jetzt wird damit auch nochmal Mitte geboostet. Ist jetzt schwer hier aktuell beim Geschehen dabei zu sein. Wir haben hier 4 AWPs auf dem Feld, die jederzeit irgendwo einen Shot drücken können. Sleven nimmt da Patrick in der Mitte raus und das ist etwas. Damit werden die Monkeys hier auf keinen Fall gerechnet haben, dass man hier so viele AWPs gegen sich hat. Aber das... Ah, Chase hier, vielleicht hätte er da mal durchmoven sollen, um die AWP da vielleicht nochmal schnell rauszupicken. Und jetzt sind es 4 AWPs. Nico macht Richtung A den Spot und wenn er jetzt gleich drauf ist und callen kann, dass der Spot komplett frei ist, wird sich auch die Bombe wahrscheinlich vom B-Spot verabschieden und nochmal rotieren. Und Kyuki kann da nochmal Richtung CT Assa rausnehmen, der sich da ein bisschen zu sicher gefühlt hat. Und Nico vom K mit dem Frag und jetzt haben wir... Ach du Scheiße, Pan verschießt. Sagen nur noch Chase und Chase kann jetzt hier nochmal Stress machen, denn er nimmt nicht nur den K-Spieler raus, sondern dreht sich um und nimmt Hahn nach seinem verschossenen Schuss dann auch noch hüpfend entgegen. Und jetzt ist es Sleven gegen Chase. Sleven hat sich da ein bisschen zurückgezogen, will da Close K abaimen, aber K kommt Chase nicht. Und so langsam muss sich Sleven auch denken, der ist doch wohl rumgemoved. Kid hat Chase dabei, Smoke hat er nicht. Trotzdem natürlich legitim, da erstmal anzudiffusen. Sleven guckt nicht. Und dann ist es der sichere Shot für ihn. Ja, für Chase eine blöde Situation. Kann da eigentlich nicht mehr viel machen. Kann mal kurz anfaken und hoffen, dass er rumpickt und den Shot kriegt. Aber so ist es tatsächlich. 11-4 für Leisure, die am Ende nochmal... Ja, Überlegenheit in Form von, wir kaufen uns einfach mal ganz gemütlich, 4-mal AWP gezeigt haben und damit tatsächlich die Runde geholt haben am Ende. Ja, ich weiß nicht, also kann man das schon als unsportlich sehen oder ist das einfach nur ein ungewöhnliches Setup? Man weiß es nicht. Jedenfalls wieder hier komplett bei auf der CT-Seite nur Kevlar. Man kauft sich hier keine Nades, ähnlich wie es auch die Monkeys gemacht haben, als sie auf der CT-Seite waren. Na, Chase, der piekt da erstmal ein bisschen. Wäre jetzt reichlich blöd, wenn er da nochmal reinguckt gegen die USP. Aber macht auch nichts, denn Mitte ist komplett offen und da geht man jetzt erstmal durch. Kommt hier auch durch den Vent ohne Probleme durch. Pan bekommt den ersten. Pan sollte auch den zweiten bekriegen. Bombe ist down auf dem B-Spot und Pan drückt da immer mehr raus. Und das ist der vierte Shot für Pan. Und jetzt lass dem armen Jungen doch das Ace. Lass dem Jungen das Ace. Pan wird weggedrückt. Schade drum. Trotzdem richtig starke Aktion von ihm. Da war das Aim auf jeden Fall on point. Und Chase hat sich jetzt auf 1 gegen 2 rangeschossen. Damit hier noch nichts gegessen. Muss doch runtergucken. Hat dann nur auf Balkon erstmal geguckt. Und dann stand Creo da drunter. Und dann gibt's das Ding mit der USP. Und somit Leisure jetzt auch noch mit der Pistol-Runde. Und das ist gar nicht gut für die Monkeys. Pistol wäre ein Pflichtding gewesen jetzt. Und wir sehen aber da auch 4-mal MP bei Leisure. Und komplett Kevlar-Helm und Tech-9 bei den Monkeys. Und auch damit kann man was erreichen. Jetzt gibt Knallgas auf B, einfach Abfahrt und genau das kann hier erfolgreich werden. Nico wird da rausgenommen. Und jetzt im Vent muss er sich zurückziehen, der Assa. Sleven macht da gut Schaden von oben. Und jetzt die CT ist langsam dabei, die U-Bahn zu gewinnen. Creo mit dem letzten. Und oh wei, oh wei. Ja, Force bei im Arsch ist halb so wild. Man müsste jetzt sowieso erstmal die Eco spielen. Mit der Eco ist es die 14. Runde für Leisure. Und danach darf man sich kaum noch ein Schnitzerchen erlauben. Das heißt, jetzt nochmal Full Eco und damit höchstwahrscheinlich ein ziemlich simples Zerreißen.
mit den MPs, die Ledger da am Start hat. Da kann man auch relativ wenig wetten, was die Monkeys da machen können. Kein Kevlar, keine vernünftigen Pistols. Trotzdem Sticko erstmal mit dem Ding hier in der Mitte. Und ich spiele es trotzdem erstmal ganz ruhig. Monkeys sind ein Aufstiegskandidat. Sollten hier auf jeden Fall alles probieren, um trotzdem aus der Map noch was zu machen. Auch wenn es natürlich sehr, sehr aussichtslos erscheint. Ja, vielleicht hatte man sich hier für Cage gut was überlegt für die T-Seite, dass man dann so Breitseite kriegt erstmal auf der ersten Hälfte, dass man hier auf der T-Seite kaum noch was zeigen kann, ist natürlich immer nicht so ganz abzuschätzen. Patrick macht da aber mit der MP9 erstmal ein bisschen den Weg auf. Wenn er jetzt hier den Shot kriegt, den kriegt er nicht, dann wäre der A-Spot offen. Somit macht Sleven beide. Und wir haben noch Sticko, der da irgendwie mit der P250 jetzt noch was machen will. MP7 ist jetzt aber auch gepickt. Aber da haben sie schon zwei Mann für ihn vereint. Und Pan macht da ganz kurzen Prozess. Drückt ihm da direkt das Ding in den Schädel. Und somit ist es da die 14. Runde. Und jetzt die Kaufrunde für die Monkeys. Und wenn die nicht sitzt, ja, dann ist hier im Prinzip finito. Dann ist das die 15. Runde. Man hat kein Geld. Und dann wäre es hier ein richtig, richtig deutlicher Sieg für die Jungs von Ledger. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal sind wir dabei, dass die Monkeys jetzt hier vielleicht mal zeigen, was sie auf Cage denn auch so drauf haben auf der T-Seite. Denn das ist jetzt im Prinzip die erste richtige Runde, die sie hier irgendwie mal starten können. Aber da verlieren sie auch schon den ersten Mann. Kyuki aber zumindest mit dem Refrag, aber das ist hier Kyuki Richtung B-Sport. Das war nur erstmal abgeaimet. Zumindest jetzt erstmal fast der Vorteil, hätte ich gesagt. Creo nimmt aber Chase raus. Tico da schön durchgemoved über Highway. Kann da den nächsten Frag setzen. Sleven hat sich da erstmal in Squeaky gerettet und bekommt da den Frag nicht. Leichte Aim-Schwierigkeiten bei ihm. Und damit ist es nur noch Nico. Und damit ist auch erstmal davon auszugehen, dass die Monkeys sich hier erstmal retten. Nico da den Shot nicht setzen können. Frage ist, ob er jetzt hier die Ave durchbringt oder ob er es nochmal probiert. Ah, rechts mit der Deagle wäre ein Shot möglich. Guckt da aber ganz lange weg. Oh wei. Das, ja. Ich sag mal die Scheuklappen auf den Augen. So, damit Ledger in der Situation, dass man nicht viel Geld hat. Aber scheinbar kauft man dann trotzdem was geht. Creo auf der AWP. What the fuck? Assa und Pan auf der AWP. Interessant, sag ich mal. Assa positioniert sich hier Richtung Balkon, will da auf jeden Fall erstmal B ab. Vielleicht pusht er ja was. Und die zweite AWP bei Pan. Und der aimt hier Mitte ab. Und da gibt's auch direkt das erste Ding von Pan. Ja, und damit die Unterzahl erstmal und Pan einfach mal in der Smoke. Das ist ja unglaublich, was er da veranstaltet. Sticko juckt das nicht weiter, denn der schleicht sich wie in der letzten Runde hier ganz gemütlich nach vorne. Ah, setzt da den Headshot durch die Wall, reicht dann natürlich leider nicht. Creo mit dem Diegelbrett. AWP-Shot sitzt hier auch und die Monkeys erstmal auf dem Weg Richtung Spot. Nico alleine erstmal, sein Mate aber auch schon hier langsam auf dem Weg. Wenn man es denn dann noch probieren will, Nico jetzt raus. Und Assa wird da wohl seine AWP in die nächste Runde bringen. Alles andere wäre doch relativ unverständlich. So, damit die Monkeys kommen jetzt langsam ran, holen jetzt langsam die Runden. Und was da genau Ledger vorschwebt, dass man sich dann in so einer Runde zweimal die AWP kauft und auch die letzte Runde von ihnen auf der T-Seite, als man da viermal auf die AWP gegangen ist, ist doch relativ merkwürdig. Aber gut, wenn dann sowas aufgeht, da fragt danach auch kein Hühnchen mehr, dann ist das auch okay. Aber so ist es halt relativ ungünstig, zumindest Schadensbegrenzung, indem man hier eine AWP noch in die nächste Runde mitnehmen kann. Aber geldtechnisch kann man zu dieser AWP nicht viel dazu kaufen. Von daher wird hier Assa alleine versuchen müssen,
mit der ABP was zu reißen. Gibt sie erstmal ab. Jetzt wird sie mal ein bisschen hin und her geworfen. Hahn am Ende der, der die AWP da hat. Und von daher werden wir jetzt mal auf ihn den Fokus legen. Wobei da eher gerade was Richtung Mitte abgeht. Und Mitte in dieser Runde ungedeckt, weil man geht mit vier Mann. Drei Mann sehen wir hier, die erstmal Main-Offensiv gehen. Und keiner Main. Frozen aimt da einfach nur ganz gemütlich ab. Und verzieht sich jetzt auch. Und jetzt sollte man sie doch hier eigentlich ganz easy wegschießen können. Und das macht man auch. Und somit die Eco von Leisure im Prinzip schon zerlegt. Slevin geht dann nochmal einen schönen Move und bekommt Patrick weg. Und die beiden ja, wollen jetzt nochmal da irgendwie über CT angreifen. Slevin sollte da seine AK durchbringen. Und Nico könnte dann nochmal ein bisschen Stress machen, dass sie zumindest nicht so schnell Slevin dann hunten. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man den Monkeys dann nicht nochmal irgendwie risky huntet, sondern dass man da ganz sicher dann auch gleich zu dritt gemeinsam einfach zurückschiebt und da sonst nichts mehr veranstaltet. Ja, Nico hat eigentlich nichts zu verlieren, könnte dann nochmal versuchen, irgendwie einen Exit-Track zu ziehen. Slevin hat sich da schon in eine sehr sichere Position begeben. Aber so langsam pushen sie auch vor. Und Nico muss jetzt hier die Aufmerksamkeit mal auf sich ziehen, denn, ja, wie schon erwähnt, er hat hier wirklich nichts zu verlieren. Und da fällt er auch. Slevin aber dafür hier sicher. Und die AK in der nächsten Runde. Geldtechnisch kann man da auf jeden Fall jetzt kaufen bei Leisure, auch wenn da jetzt keine AWP drin ist. Und bei den Monkeys so oder so geldtechnisch ganz okay. Da könnte man auf jeden Fall auch noch eine Runde verlieren und nachkaufen. Aber eine Runde verlieren ist nicht das, was die Monkeys hier anstreben sollten. So, Stiko da erstmal direkt Mitte raus und bekommt auch den Fact. Sieht auch noch den zweiten. Nein, Nico bekommt ihn. Patrick macht derweil ein bisschen Stress auf A. Und Frozen, der hat Bock mit der AWP da mal Main reinzupieken. Und jetzt, man hat erstmal ein paar Pushes gespielt, man hat in der Mitte einen Frag bekommen, man hat auch ein bisschen was einstecken müssen. Und jetzt nimmt man komplett das Tempo raus und geht nochmal ganz in Ruhe geschlossen hier Richtung Main. Ich glaube, dass da keiner mehr Richtung Squeaky ausweichen wird. Und man wird hier, ja, was wird man hier facen? Im Prinzip ist es gerade nur Creo, verschiebetechnisch. Ja, Slevin auch eigentlich viel zu weit weg. Aber wir sehen Pan, der jetzt langsam hier was schnüffelt beim A. Und wenn Creo jetzt gleich auch noch dazu kommt, dann facen sie hier drei Mann. So, die Nades fliegen und es geht rauf auf den Spot. Pan erstmal weggesmoked. Creo bekommt einen. Und jetzt Pan weg vom K. Und dann ist es Slevin gegen zwei. Slevin mit der AK über Highway schon da. Und wenn er jetzt hier ungesehen hochkommt, und das kommt er, dann kann er hier vielleicht nochmal gefährlich werden. Wartet da erstmal ganz lange ab. Und sie stehen Y und Onspot. Und wenn Patrick hier mal kurz rumpiekt, dann könnte hier schon direkt das Brett drin sein. Und Kyuki hat den Häkchen nur noch 50 AP, aber Slevin geht da den falschen Weg, predicted da das, was Main steht. Und damit hat er sich jetzt erstmal verraten, muss jetzt auch steppen, hat keine Zeit mehr. Kid hat da auch nicht am Start, von daher für ihn jetzt, ja, der Rückwärtsgang nicht mehr möglich und damit Kyuki, der ihn hier rausnimmt und die Monkeys, ja, so langsam geht's doch, so langsam kommen sie doch rein und holen sich hier die achte Runde, damit Leisure erstmal wieder in die Eco gedrückt und wir wollen mal hoffen, dass die Monkeys hier das Ganze noch spannend machen. Und derweil sieht es so aus. Ja, was konnte man sich kaufen bei Leisure? Man lässt hier natürlich noch ein bisschen Geld über, damit man nächste Runde kaufen kann. Ist nächste Runde im Max-Loser-Bonus, wenn man das hier verlieren sollte, wovon natürlich auszugehen ist. Und somit da auf jeden Fall ein vernünftiger Buy in der nächsten Runde zu erwarten bei Leisure. Und bis jetzt haben wir hier noch nicht wirklich vernünftige Buys von ihnen gesehen auf CT, weil man da wirklich immer, ja, merkwürdige Konstellationen da irgendwie zusammengestellt hat. Von daher jetzt mal genug Geld zurückgelegt, um dann in der Folgerunde auch was draus zu machen. Wir sehen hier, Mitte ist komplett ungedeckt. Man steht drei Mann auf B und zwei Mann auf A. Und jetzt so langsam will man nochmal gucken, was Mitte geht. Und das ist Creo, der Richtung Mitte geht. Und Slevin schiebt auch noch mit. Und wenn man jetzt auf A executed, wir gucken uns das hier an.
alles ab hier ist komplett im Prinzip hier auch noch mit der gesamten Mitte in Kontrolle von den Monkeys. Hier kann man einmal so einen gemütlichen Strich ziehen. Alles in Kontrolle der Monkeys. Auch wenn das hier gerade nichts mit Skill zu tun hat, ist es einfach eine kleine Prediction, hier von E in Richtung A zu gehen. Und bis jetzt noch keiner, der hier den Braten irgendwie schnüffelt. Noch keiner, der hier irgendwie Richtung A-Spot gehen will. Und jetzt werden sie gleich von dem Geräusch Bomb has been planted wahrscheinlich geweckt werden. Wenn nicht Patrick hier schon vorher jemanden sieht, denn man ist mit 5 Leuten ja auf dem Spot. Man weiß, dass hier irgendwie B gestackt wurde. Man hatte das richtige Timing mit einem Rush, wäre man zumindest noch in 2 Mann reingelaufen. Somit jetzt im Prinzip perfekt abgewartet. Ja, und mal gucken, was Leisure jetzt hier probiert. Nico auf dem Weg hier erstmal aufgehalten von CT. Ja, und der Rest kommt hier von allen Seiten. Creo kann ja nochmal ein bisschen Schaden machen. Vielleicht auch nochmal den Frag. Da kriegt er den Frag dann, als er noch komplett Gold war. Und Deagle soll hier wohl durchgebracht werden. Und generell, wollen sie wohl hier noch ein bisschen was durchbringen? Creo jetzt mit der AK, die man hier gut durchbringen kann. Assa, ja, kann da nichts machen. Jetzt will man irgendwie noch Waffen zum Saven hier bekommen. Aber ich glaube, das werden die Monkeys nicht mehr erlauben. Slaven mit dem Frag. Slaven mit dem zweiten Frag. Und dann wird er rausgenommen. Und zumindest Creo kann seine AK da mit in die nächste Runde nehmen. So, und ich mache jetzt nochmal ganz kurz nebenbei hier was auf. So. Alles klar. So, und jetzt Doppel-AWP. Ich habe schon erwähnt, Leisure kann in dieser Runde aus dem Vollen schöpfen. Und das haben sie jetzt auch getan. Mit der Doppel-AWP, die sie jetzt hier am Start haben. Frage ist, wie setzt man die jetzt hier ein? Wir haben Pan, der hier Mitte abaimt und eventuell Sticko gleich bekommen könnte. Assa, der jetzt auch schon den ersten Frag gezogen hat. Er zieht sich jetzt langsam vom B-Spot zurück. Wollen jetzt hier einen Tower bauen in der Mitte. Und da gehe ich da mal auf den oberen drauf. Und der oh, da hat der Pan macht da nochmal einen Double Zoom. Also der Junge, der lässt sich Zeit. Der will da auf jeden Fall ganz gemütlich den Shot reindrücken. Kein Stress. So. Und jetzt ist es die Überzahl für Leisure. Und jetzt wird es richtig, richtig ungemütlich für die Monkeys. 3 Mann gegen 5. Man hat 2-mal AWP gegen sich. Und Frozen muss da definitiv den ersten Shot setzen. Aber übersieht hier Nico, glaube ich, gleich. Wenn er jetzt hier rumzieht, dann ist es ein leichter Frag für ihn. Und wahrscheinlich kann er mit dem Strahl auch den zweiten holen. Gelingt nicht. Pan mit der AWP on spot. 4 gegen 2. Pan erstmal alleine, aber die anderen 3 sind auch gleich da, wenn er hier ein bisschen Zeit gewinnt. Ja, und jetzt sind seine Mates von allen Seiten schon dabei, ihm zu helfen. Er kann einen Shot setzen, bekommt dann direkt den Refrag rein. Und es ist das Kyuki gegen 2 Mann. 24 Sekunden auf der Uhr. Bombe liegt da. Ja, in mehr oder minder erreichbarer Position. Jumpt da auf den Spot und Assa lässt sich diesen AWP-Shot nicht nehmen. Und jetzt haben wir die 15. Runde. Matchpoint bzw. Mappoint für Team Leisure. Und die Monkeys müssen hier nochmal alles ziehen, was sie haben. Andererseits gewinnt man bei den Monkeys jetzt. Kann man Leisure da auch wieder deutlich in Geldprobleme bringen. Hat sie jetzt eine Runde gewinnen lassen in Häkchen natürlich. Und damit der Max-Loser weg. Und es geht Vollgas auf B. Man will hier alles oder nichts. Entweder man holt hier schnell die Runde oder das Game ist vorbei. Das scheint die Attitüde hier zu sein, gerade bei den Monkeys. Funktioniert so semi-gut, denn der Spot ist immer noch nicht eingenommen. Und jetzt kommen hier von allen Seiten CTs und die halten einfach den Strahl rein. Und jetzt lebt nur noch Frozen und der wird auch noch rausgenommen. Und damit GG, well played, 16-9 hier auf der ersten Map. Leisure gewinnt. Ja, so haben sie es nochmal ein bisschen rausgezögert. Aber am Ende, ja, es ist dunkel geworden hier in Wolfsburg. Wie auch wahrscheinlich in gesamte Deutschland und der Welt. So, erste Map ist vorbei. Zweite Map für DE Overpass, die lädt gerade im Hintergrund schon. Dass ihr das hier nochmal seht. Ansonsten kann ich euch nur hier auf meine schöne Leinwand hier hinten verweisen. Hier könnt ihr, wenn ihr möchtet, euren Namen drauf haben. Hier stehen schon ein paar drauf. Ich zeige das mal ganz kurz. Ja. Also hier könnt ihr ganz gemütlich euren Namen drauf haben. Hier haben wir schon gute Jungs wie den guten Floax, Shoxy, der Dude mit Hut, Terego, Alex, Tingle Toggle, alle sind sie hier am Start auf der Wall of Fame, möchte ich doch meinen.
So, ansonsten, also wenn ihr hier drauf wollt, schreibt ihm einfach euer Nickname und eine Farbe. Ich habe aktuell, glaube ich, nur grün und blau. Eventuell noch gelb. Mal gucken. Also beispielsweise Penispumpe in gelb bitte, wenn das euer Name ist. Dann kommt er da drauf. So sind die Regeln. Bei mir zumindest. Und von daher wünsche ich euch viel Spaß bei Musik und Tollerei, denn wir gehen kurz in die Pause und dann geht es weiter auf DE Overpass, die zweite Map hier in der 19 Damage Liga, siebter Spieltag, Ledger gegen Mysterious Monkeys. Bis gleich. Jo, du willst in deinem Leben auch so coole Kinobalken haben, dann geh doch bei uns auf Facebook, kannst uns deine Fratze zeigen. Kannst mit uns auf Twitter zwitschern oder auf YouTube VODs gucken. Kannst vielleicht auch mal auf Steam gehen und dich da austoben mit der ganzen Steam-Community oder auf YouTube Plus, wo der geilste Content kommt oder in unserem Merch-Shop einfach...
Es tut mir schrecklich, schrecklich leid. Die Jungs haben sich entschlossen, noch während der Werbung in die Knife Round zu starten. Frech wie sie sind, von daher die Knife Round haben wir jetzt verpasst. Gewonnen hat sie Leisure, wie wir auch ganz gut daran sehen können, dass sie die CT-Seite gepickt haben. Und somit sind wir live auf der zweiten Map. Ihr seid in der 19er Damage Liga, ihr seid in der Division 2.1 und ihr guckt meinen Stream und das ist auch gut so. So, wir sehen die Mysterious Monkeys diesmal in der Angreiferrolle als erstes. Man baut hier erstmal gut Kontrolle über Toilette auf und wenn Pan hier gleich mal ungünstig reinmoved, dann kann das hier schon der erste Frag sein. Pan erwartet da, glaube ich, nicht so close QK. Jetzt wird man da aber gleich, ich glaube, Pan wird da gleich den falschen Step machen. Der hat das... Ist hier aber auch wirklich sehr offensiv. Und das könnte ihm gleich zum Verhängnis werden gegen die Glocks. Pan, da kriegt Chase einfach nicht den Frag rein. Und somit Pan hier mit dem Double. Und jetzt geht man nochmal komplett andere Richtung. Jetzt geht's komplett hier B-Short. Aber die A-Spieler auch schon auf Balkon verschoben. Und damit ist das hier eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und Leisure holt hier souverän die Runde. Erstmal Pan mit zwei Frags auf dem A-Spot. Die ich nicht erwartet hätte. Eigentlich hätten die Monkeys da auch Pan erstmal wegklicken müssen. Dann hier der schnelle Rotate, da wollte man dann ganz schnell hier über B kurz ran. Dann waren die A-Spieler aber von hier und von da auch schon da. Die B-Spieler, die drei sowieso. Und von daher das Ganze im Keim erstickt. Und jetzt gibt's Knallgas, B kurz, komplett scheinbar. Drei Mann auf dem B-Spot und mal gucken, was sie machen können. Chase geht da komplett Gold rein. Ersten Frag bekommt man, zweiten bekommt man nicht. Und dann wird man hier komplett zum Quadrat zerlegt. Frozen nochmal mit einem und das war's dann auch. Somit Leisure hier gemütlich mit der zweiten Runde. Konnte diesen leichten Force-Buy da von den Monkeys ganz solide abfangen. Die jetzt natürlich in der Full-Eco. Übrigens, Syntiak, ich hab dich natürlich auf die Wand geschrieben. Selbstverständlich. Frozen kann da zumindest mit seiner Pistole mal ein paar Shots setzen. Ansonsten so eine Runde natürlich im Prinzip Formsache für Leisure jetzt gerade. Man spielt dagegen einmal ohne Helm. Und ohne Helm ist natürlich nie gut, das ist eine Lebensweisheit. Ja, trotzdem, was machen die drei noch? Können sie da noch zumindest ein bisschen Schaden machen? Ja, und die Monkeys, die müssen natürlich jetzt diese Map hier im Prinzip langsamer holen. Man will hier aufsteigen, man will in die Division 1, selbstverständlich. Und dafür muss man eigentlich auch an einem Team wie Leisure jetzt erstmal vorbei, denn die sind genauso Anwärter für den Aufstieg. Freut mich, dass es dich freut, Syntiak. Da sind wir doch beide froh. Übrigens, bevor ich das vergesse, gerne könnt ihr mir Feedback hinterlassen. Da wird mein Lieblingsmod Tiami jetzt bestimmt gerne mal Ausrufezeichen Feedback in den Chat schreiben. Denn da könnt ihr mir gerne reinschreiben, wie euch der Stream gefallen hat. Und darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Tiami los! So, Pan mit dem ersten Frag und wir sind natürlich jetzt in der Kaufrunde, die ich gekonnt fast schon überlabert habe. Mysterious Monkeys in der Unterzahl und nicht nur das, Chase ist auch noch richtig low. Man baut hier erstmal ein bisschen Kontrolle auf lang auf, Assa wird hier aber gleich Contact bekommen, wenn er denn hier rumzieht. Ansonsten, wenn er hier Dev bleibt, natürlich auch für ihn eine gute Posi erstmal. Ansonsten hat man erstmal relativ wenig Raum eingenommen und Pan wird hier gleich richtig Stress machen. Pan mit dem ersten, dann natürlich erstmal der Reload von der AWP und somit kann er den zweiten dann nicht direkt reindrücken. Trotzdem jetzt 3 gegen 3. Lang konnte Assa hier eine gute Position ausspielen und den Frag ziehen. Und jetzt haben wir hier Patrick und Sticko. Und die beiden versuchen es jetzt zu regeln. Wenn wir jetzt hier mal gucken, Sleven alleine hier auf kurz, wird aber gleich hören, was da abgeht. Und dann wird Creo hier auch Abfahrt machen vom Balkon. Schiebt jetzt nochmal rum. Sleven bleibt da ruhig, erwartet, dass da noch was kommt
von Kurz, aber die sind schon auf dem Spot und die denken überhaupt nicht, dass da noch einer Kurz sein könnte. Und Sleve mit kurzem Prozess mit zwei Mann hier und dann ist es die vierte Runde für Leisure. Beste Watt Lieblingsmod ist okay, ich schreibe schon selber. Also hier könnt ihr gerne Feedback hinterlassen. Alternativ, wenn ihr den Link nicht mögt, 19er Damage Forum, Caster Feedback und dann Junior Stream Deathray. Und da könnt ihr alles reinschreiben, was euer Herz begehrt. So, die Monkeys. Es sieht nicht gut aus. Und man ist wieder in Geldschwierigkeiten. Zwei Mann konnten sich da gerade mal Kevlar leisten. Oh, ich kann irgendwie gerade nicht bedienen. So, jetzt funktioniert wieder alles. Ah, da hätte Frozen zumindest mal einen kleinen Vorteil rausschießen können. Aber jetzt ist es die komplette Zerlegung. Und wir haben dann noch den guten Patrick mit der Pistole. Und der ist dann auch weg. Und somit ist es das 5:0. Oh wei, Monkeys, oh wei. Das ist jetzt der Pick von Leisure. Und ich weiß, man hat es auf seiner Map, hätte man irgendwie nichts ausspielen können, was man sich da vorgenommen hat. Man hatte sich da bei Kate scheinbar irgendwas Richtung Zweimann-AWP-Setup vorgestellt, was man sich da auf der T-Seite vorgestellt hat. Das war nur schemenhaft zu erkennen, wenn man denn da sich was vorgestellt hat. Und jetzt auf Overpass. Ja, mal gucken, was sie da jetzt machen können. Frozen da, was hat der denn da Schönes rausgeholt? Der bankt da erstmal ein bisschen mit der guten alten Krieg durch. Oder auch der SG-553, bei CSS noch liebevoll Krieg genannt. So, jetzt ist man mit vier Mann noch am Leben. Assa bekommt da auch noch einen. Und Chase, ja, wenn du da drauf hüpfst, dann bist du natürlich Matsche. Und jetzt Creo, der hinter ihm gemoved ist, kann ihn da mit dem Knife ganz flockig rausnehmen. Und jetzt wird sich der Bombenträger hier gut überlegen, rauszumoven, aber moved im richtigen Moment und kann so nochmal auf eine 2 gegen 4 Situation verkürzen, wenn man das so nennen möchte. Und Sticko da auf dem A-Spot, ich weiß nicht, was er da gesucht hat, ist hier irgendwo gestorben, ich weiß nicht, was da genau sein Plan war. Lässt sein Mate jetzt alleine auf dem Spot, der kann da aber nochmal einen rausnehmen, die haben nicht mehr mit ihm gerechnet da. Und durch die Smoke ist da auch noch der Plant möglich. Sollte da jetzt schnell rein, denn Nico ist auch schon auf dem Weg. Aber vielleicht kann er hier übers Wasser die Überraschungsposition ausspielen. Rechte natürlich damit, dass einer Balkon kommt. In diesem Falle aber keiner darüber gemoved. Und somit wird er dann von Pan locker rausgenommen, während er da in die falsche Richtung blickt. Und dann ist es die sechste Runde. Geldtechnisch kann man im Prinzip mehr oder minder jede Runde jetzt einigermaßen kaufen. Man ist im Max-Loser-Bonus, kauft sich aber nicht komplett runter, will dann lieber da die Folgerunde mit vernünftigem Equip spielen. Jetzt Tech-9 Kevlar und es geht komplett in den Untergrund. Lediglich Patrick verabschiedet sich da und Chase jetzt hier auf Close Distance mit der CZ. Da kann man richtig Schaden machen. Aber Assa, der kann auch Schaden machen und kommt dann auch noch mit ein paar AP weg. Oh, oh, oh. Und da wartet Nico. Nico nimmt aber nur ein. Assa zieht sich jetzt zurück. Und dann ist es aber auch nur noch Kyuki, der jetzt die AWP gepickt hat. Und die wollen sie ihm natürlich nicht saven lassen. Kann da einen Shot setzen, wenn er jetzt durch die Door bangt. Kann er auch den Kill setzen. Schießt dann auf den Spieler mit Full HP und wird von Creo dann auch rausgenommen, der da hinter der Wand gelauert hat. Jetzt mehr als genug Geld bei den Monkeys. Und jetzt muss langsam auch was passieren, denn man liegt 7:0 hinten und Leisure demonstriert hier einiges an Stärke, so wie wir es auch schon auf Cage gesehen hatten. Jetzt auf beiden Seiten eine AWP, Sticko bei den Monkeys und Creo diesmal bei Leisure. Bis jetzt eigentlich eher Pan der gewesen, der das Gerät da in der Hand hatte. Aber mal gucken, was Creo am Gerät kann. Erstmal jetzt die Überzahlsituation für die Monkeys. Und die ist schon mal wichtig. Patrick kann da auch noch den nächsten rausnehmen. Und jetzt sehen wir hier so langsam aber sicher, dass man hier sich ein bisschen ja, wieder aufsplitten muss. Die Deckung ist erstmal zerrissen. Und man möchte hier Pan. Entweder geht er jetzt auf den Balkon oder supportet der Marsbot. Und man hat hier erstmal nur Sleven. Und wenn Sleven in Chase reinläuft, dann ist der B-Spot offen und man könnte schnell executen. Bombe allerdings auf B lang aufgestellt.
Bombe kommt jetzt langsam mit der Stiko her, der da hochgeboostet worden ist. Und man kann Panier auch rausnehmen. Und jetzt ist man 5 gegen 2. Creo guckt dann nochmal, ob vielleicht jetzt noch was Richtung B geht. Das Leben smoked auch nochmal ab, aber derweil bekommt jetzt Creo auch gerade mit. Es geht auf den A-Spot und da ist auch schon sein Leben kunstvoll beendet. Ich nenne sie immer liebevoll Cage. Ich weiß, dass es falsch ist, aber es hat sich einfach so in meinen Sprachgebrauch eingeschlichen. So, das Leben dann auch noch weg. Aber Leisure natürlich nicht hier in Geldproblemen. Kann hier natürlich nachkaufen. Alles andere wäre auch recht verwunderlich, nachdem man hier 7 Runden in Folge gewonnen hat. Allerdings Assar hier nur auf der Deagle. Weiß Gott warum. Geldtechnisch hätte da eigentlich was gelegt werden können, aber Pan wollte da höchstwahrscheinlich die AWP haben und dann hat es nicht mehr für die nächste M4 gereicht. Ah, Pan jetzt auch down, damit die AWP auch weg. Sleven jetzt auch noch weg, Stiko kann da nochmal einen Frag ziehen. Und ich finde es unglaublich schwer, und das ist jetzt kein Flame oder ähnliches, aber auf dem Niveau von Counter-Strike immer auf dem richtigen Spieler zu sein, weil einfach so viel Unerwartetes passiert. Und das Spiel teilweise sehr unerwartet an Tempo aufnimmt oder auch verliert. Jetzt sehen wir Assar hier, der wahrscheinlich gleich in den Tod laufen wird, aber findet da nochmal eine AWP und wird diese AWP jetzt mit Händen und Füßen festhalten und versuchen, damit in die nächste Runde zu kommen. Frage ist, ob sie ihn das so einfach lassen werden. Die Monkeys eigentlich geldtechnisch nicht unbedingt in der Situation viel zu handeln. Es geht. Ja, man könnte es probieren, aber sicherer ist es, wenn man jetzt lieber die Waffen erstmal durchbringt. Vielleicht riskiert, dass man nächste Runde die AWP gegen sich hat. Man weiß natürlich nicht, dass Assar die AWP gepickt hat. Von daher wird man hier sowieso relativ safe gemeinsam zurückschieben. Und Assar wird hier eigentlich keinen Stress mehr bekommen. Und somit eine AWP, die er dann wieder droppen kann an Pan, aber sonst geldtechnisch. Also er behält scheinbar auch die AWP. Und die anderen gehen da auf Deagle und Nico geht auf die P250. Ja, und es kommt auf Assar an. Der muss mit der AWP hier Schaden machen. Geht in den Untergrund. Und man wird natürlich hier nicht mit einer AWP rechnen, aber man hat hier auch keinen Spieler abgestellt. Denn bei den Monkeys geht es hier mit 3 Mann erstmal Richtung Toilette. Erstmal ein bisschen Raum einnehmen. Aber Assar, wenn der hier mal aus dem Untergrund dann gleich mal hochguckt, kann immer noch hier eine gefährliche Position einnehmen. Na, erstmal bewegt man sich hier durch Toiletten auf dem B-Spot. Chase, der da mal gepusht ist, alleine von Creo rausgenommen. Jetzt interessant, wie sie hier wirklich komplett erstmal schieben. Das Leben wird alleine gelassen auf dem B-Spot. Und das ist gerade genau der richtige Call, denn man bereitet hier mit 4 Mann den Execute auf dem A vor. Und von hinten kommt jetzt Assar. Und da bin ich eine Millisekunde zu spät. Nimmt Stiko von hinten raus. Und jetzt ist man im Sandwich. Man weiß, auf dem A-Spot wird was stehen. Und man weiß, der Assar mit der AWP, der wird gleich von hinten kommen. Es leben noch alle 5 Mann bei Leisure. Kann man jetzt mit dieser Eco hier irgendwas reißen? Ja, man kann was reißen. Nico sogar direkt 2 auf einmal. QK, Last Man Standing, nimmt 1, nimmt 2, nimmt 3. Und jetzt ist er im 1-on-2. Beide in den Toiletten. Assar wird jetzt hier... Ah, der moved auch nochmal zurück. Wo will der Junge denn jetzt hin? Will da wahrscheinlich den B-Spot dicht machen. Und genau das könnte richtig sein. Aber QK faked da nur an, dass er runtergeht. Plantet da mal kurz an. Sleven hat's gehört. Aber QK mit dem nächsten. Und jetzt hat er den 4K schon sicher. Jetzt hat er den 4K sicher. Und jetzt ist es Assar oder QK, der hier am Ende noch stehen wird. Assar jetzt mit der AWP hat ihm natürlich in der Runde erstmal relativ viel gebracht. Aber jetzt
ist sie ihm erstmal hinderlich. Und dann guckt Kyuki in die absolut falsche Richtung. Und dann ist es auch mit der USP kein Problem für Asa. Kita da auch noch dabei, wäre nicht mehr nötig gewesen. Kann da durchdiffusen und da ertönt der Geburtstagssound. 5 Jahre CSGO. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Lassen sich ja immer was Gravierendes hier einfallen. So, beide Teams trotzdem noch mit genug Geld. Die Monkeys konnten auch noch mal aus dem Vollen schöpfen. Hast du die auch? Hier wird sogar im Chat sich noch schön unterhalten im Spiel. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, die Monkeys jetzt die Runde verloren. Man hat trotzdem noch 2 Spieler mit relativ viel Geld. Bombe konnte man legen, von daher geldtechnisch ist alles nicht so wild. Aber man wird hier in der Mitte zerlegt. Und Frozen hat nochmal ein bisschen Gegenwehr, aber das reicht auch nicht. Kyuki kann nochmal einen Refrax setzen. Ist jetzt aber auch 1 gegen 3. Bombe wurde erstmal relativ der Fallen gelassen. Ja, Bombe wird er jetzt nochmal gemütlich drankommen. Frage ist, was er dann damit noch veranstalten kann. Wir haben Slaven, der hier auf den Spieler wartet, der kurz oder Construction kommt. Asa, der jetzt relativ variabel da erstmal gehen kann, orientiert sich aber jetzt auch eher Richtung B. Und Slaven nimmt dann letztendlich Kyuki raus. Und somit ist es schon die 9. Runde für Leisure. Und man muss einfach sagen, sowohl auf der letzten Map als auch jetzt hier, Leisure ist überlegen, was das Aim angeht. Und das zeigt sich hier einfach deutlich. Mittlerweile halt auch in den Runden. Man weiß, was man gegen die Monkeys machen muss. Die heute ein bisschen ideenlos wirken. Die nicht so ganz ein Mittel gegen Leisure haben. Und Asa bekommt den Frag gegen Kyuki. Asa wird jetzt aber überlaufen. Creo muss jetzt hier ordentlich Schaden machen. Droppt dann erstmal ins Wasser. Vielleicht auch erstmal die beste... Ach, Mann, da fliegt er dann auch noch raus. Slaven geht da hinterher, bekommt dann einen und dann ist es noch... Ja, Frozen wollte ich gerade aussprechen, aber dann ist es auch nicht mal mehr Frozen, denn der ist dann auch noch weg. Und bei den Monkeys... Ja, 2-4, 2-9, 3-7... 3050, 2850. Das wird wohl oder übel die Eco werden. Und dann ist man schon wieder auf 11-2 und man ist wieder in einer Situation wie auf der ersten Map. Huh. Und Asa schon wieder erfolgreich mit der AWP. Nico, der pusht da auch direkt nach vorne und das erwischt sich hier so auf dem kalten Fuß. Klar, es ist die Eco. Aber Letter, die geben halt auch einfach relativ einen Fick. 4-mal AWP bei in der ersten Map. Dann 2-mal AWP mit einer Eco verbunden, irgendwie zusammengekauft. Jetzt mal hier auch mal ein schöner Offensivpush. Ja, man überrascht einfach die Monkeys, wo man nur kann. Jetzt sollte man aber nicht zu greedy werden und da einfach nur reinlaufen. Denn so hat Sticko nochmal die Leisure-Jungs auf 2 Mann dezimiert. Zum Glück für Leisure kann man noch 2-mal AWP mitnehmen. Man könnte ja auch noch gut Waffen legen. So muss man hier auch auf nichts verzichten. Und so langsam zeichnet es sich aber ab, dass Leisure hier wohl oder übel Richtung 2-0 marschiert. Aber wir wollen die Monkeys noch nicht abschreiben. Ja, Asa, der hier kurz abaimt. Wenn sie ihn da nicht irgendwie gut rausfischen oder irgendwas machen, werden sie dagegen laufen. Aber man geht komplett hier in B lang und da kommt eine Flash und dann werden sie rausgenommen. Zumindest kann man hier gleich ziehen. Flash kommt. Und wieder ein One-on-One-Trade. Solange es so weitergeht, kann es für sie noch okay sein. Jetzt 2v2. Und von hinten Nico am Start. Ja, Flash von Kyuki, dass er da erstmal den Weg zum Spot überqueren kann und Patrick hätte da direkt den Frag setzen müssen. Jetzt aber im Nachhinein. Nico erstmal bekannt, man weiß, dass er von hinten kommt. Frage nur, ob er jetzt von lang oder kurz kommt. Kurz wird erstmal weggemollied. Naja, und für Nico jetzt eine schwere Retake-Situation.
Ah, jetzt ist er auch noch bekannt, dass er auf kurz ist. Ah, der Molly rückt der Kyuki nicht zu Leibe, von daher. Ja, Patrick bekommt dann den Frag, nimmt aber auch nochmal gut Schaden, aber das interessiert am Ende keinen mehr. Es ist die dritte Runde. Und damit Mysterious Monkeys dabei, das Halbzeitergebnis noch irgendwie anzupassen. Wenn sowas mal die Orga sieht, schreibt Zoe oder Zove, wie auch immer. Ja, das fragt man sich dann bei solchen Sachen schon, ne? Ich habe das gerade mal ein bisschen mitgelesen im Chat. Ich weiß nicht, ob das die Orga von Lesher dann interessiert, solche Schicheleien, nenne ich es mal. Aber mal sehen. Wenn da überhaupt irgendwie Wert drauf gelegt wird, was da im Chat passiert. Kreon im Chase daraus und Lesher hier mit einem, ja, Flickenteppichbein nenne ich das immer, jetzt hier in der letzten Runde. Alles da irgendwie nochmal zusammenklamüsert, was das Portemonnaie hergegeben hat. Und Frozen rechnet nicht mit... mit Nico, wollte ich sagen. Und der wartet mit dem Taser. Und das ist doch auch mal eine schöne Aktion. Der erste Taser hier heute im Spiel. Monkeys mannmäßig in der Unterzahl. Aber natürlich... vom Equipment ist man hier immer noch im Vorteil. Und wir sehen Patrick, der hier ganz alleine auf dem B-Spot geschlichen ist. Patrick ist schon ein großer Junge, der kann das. Und er geht hier ganz ungesehen. Ach du Scheiße. Und jetzt hat er den zweiten aber nicht gesehen. Jetzt hat er den zweiten auf dem Spot nicht gesehen. Und jetzt wird er von links auch noch überrascht. Und dann panikt er komplett rein. Ah, das wäre so schön gewesen. Da hätte er zwei, wenn nicht sogar drei machen können. Da hat er so lange die Ruhe. Und am Ende fehlt sie ihm dann. Ist ein bisschen schade. Aber wer kennt das nicht, dass man in solchen Situationen dann auf einmal anfängt zu strugglen. Ja, Bombe kann er liegen, mehr aber erstmal auch nicht. Sticker oder noch am Leben, kann sich nochmal Richtung lang zurückziehen. Und Pan läuft ihn da rein, aber springt und damit nur der Beinhit. Und Pan kann hier auch ohne Kit, denn beide Spieler hatten kein Kit dabei. Kann ja auch ohne Kit noch in aller Ruhe durchdiffusen. Und wir sind bei 12-3 zur Halbzeit. Und das ist schon sehr, sehr deutlich. So, Pistol. Müssen sie sich jetzt auf dem roten Zettel schreiben bei den Monkeys? Denn wenn die Pistol nicht geholt wird, naja, dann ist hier finito incantate, dann ist hier der Feierabwende. Dann gibt es hier die Rügenwalder Teewurst und dann kann man auch schlafen gehen. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt sind sie erstmal am Verteidigen und Frozen hat da erstmal Bock, offensiv zu gehen. Mal gucken, ob es von Erfolg gekrönt sein wird. Und auch Sticko ist da sehr offensiv am Stein bei Lang. Einen kriegt er, zweiten kriegt er nicht. Und jetzt wird hier auf Lang durchmarschiert. Frozen sieht da noch einen am Underground und das könnte jetzt natürlich... der kleine Fake gewesen sein, dass sie denken, sie gehen Underground, aber sie gehen tatsächlich Underground. Ich hätte jetzt so gedacht, er faked da mal kurz an, dass was Underground ist, geht dann aber doch auf A-Lang. Jetzt macht man mal kurz... Ach, was spielen die Jungs denn hier? Jetzt geht man nochmal wieder komplett zurück. Und der Frag ist gefallen auf dem A-Spot und der A-Spot ist offen. Und jetzt muss man schieben. Bombe wird gelegt. Und wenn man sich jetzt gut zurückziehen kann, dann kann man die Runde hier dicht machen bei Lesher. Pan da, wie gewohnt, aimstark an der USP. Chase nimmt da nochmal einen raus. Jetzt sind wir wieder auf 2-on-2. Und Pan... auch mal ein bisschen gepanickt. Nächster Shot von ihm. Und jetzt ist es ein 1-on-1. Denn Patrick refragt ihn. Nico gegen Patrick. Bombe tickt. Patrick ohne Deathkit. Och du Scheiße, Nico. Da nochmal im Reload. Und dann gibt's das Brett. Bombe wäre aber auch schon zu schnell gewesen jetzt für ihn, um dann nochmal zurückzulaufen und zu defusen. Ja, und damit sind sie dann doch nochmal erfolgreich. Beziehungsweise wieder erfolgreich. Aber in dieser Runde war es nicht unbedingt absehbar. Wir haben die 13. Runde für Lesher.
streamst du danach Erase Me gegen Sunset? Ich weiß nichts von dem Spiel. Also, keine Ahnung. Ist, glaube ich, kein Stream angesetzt für. So, Eco wird zerlegt bei Mystery. Bei den Mysterious Monkeys ist da nicht mehr viel zu holen. Und ich denke mal, die Jungs sehen dann auch langsam ein, dass man hier unterlegen ist. Eco musste man jetzt spielen. Aber spätestens jetzt muss der Force-Ball kommen. Und man wird hier doch nicht auf dem Draw spielen, oder? Also ich bin schon müde und ich muss morgen um 5 raus, aber Erase Me gegen Sunset, vielleicht gucke ich es mir gleich nochmal an. Wer weiß. So. Man hat sehr wenig gekauft bei den Monkeys. Ich weiß nicht, ob man das Scoreboard nicht so ganz lesen kann bei den Jungs. Aber man geht hier tatsächlich irgendwie tatsächlich noch darauf, dass man hier auf dem Draw spielen will. Man will 12 Runden in Folge holen gegen ein Letter, was heute doch wirklich eine ordentliche Überlegenheit gezeigt hat. Aber man hat schon ganz andere Comebacks gesehen. Von daher mal sehen. Jetzt immer noch die Möglichkeit für sie, vielleicht auch diese Runde zu holen. Da habe ich sie immer wieder vorzeitig abgeschrieben. Chuki, Venom und Frank und Pan. Dann am Ende nimmt er die letzten beiden raus. Dann ist es die 15. Runde. Und damit jetzt der Map Point und im Prinzip auch der Match Point. Leisure auch die erste Map gewonnen. Und somit können sie hier bei diesen Best of Two, das ist unser Ligasystem hier, mit einem 2-0 rausgehen. Mal sehen, ob es denn auch so geschehen wird. Oh, die Monkeys, was haben sie vor? Pushen da komplett die Mitte hoch. Frozen wird belohnt, aber dann gibt es den Refrag. Chase pusht lang durch und kriegt auch noch den Frag. Und man will es hier scheinbar schnell beenden. Diese Runde, man will hier schnell Frags holen. Und sagt sich, entweder wir haben mit diesen Pushes Erfolg, oder Leisure bekommt diese Map. Nee, Gleitzeit, aber ich fange immer schön um 6 an. Und da musst du natürlich auch früh um 5 raus, ne? So ist das. So, und dann sind es jetzt mal nur noch Nico und Asa. Und jetzt in der letzten Runde, wo sie noch was machen könnten, haben es die Monkeys nochmal geschafft, Leisure hier in ordentlich Bedrängnis zu bringen. Und vielleicht nochmal auf 15-4 ranzukommen. So, eine Raunen geht durch die nicht vorhandene Menschenmenge, die hier dieses Spiel live schaut. Und Chase am Truck ganz flockig hier den guten Nico rausgenommen. Und Razer, ich weiß nicht ganz, was er hier noch vorhat. Will er dann nochmal einen Fake Richtung B anmachen? Bekommt er nochmal einen Frag gegen Sticko? Und wenn er jetzt hier einen schnellen Frag zieht, dann ist auch sowas noch möglich. Auch ein 1-on-4-Klatsch haben wir schon gesehen. Und der Plant, der kostet ihm jetzt das Leben. Aber tatsächlich geht der Plant noch durch. Und was anderes hat er hier auch gerade nicht vor. Asa wollte nur den Plant. Asa wollte nur das Geld für Team Leisure. Und genau das hat er auch bekommen. Trotzdem sind sie da eher nicht in der Situation zu kaufen. Trotzdem das Geld natürlich hilfreich, um zumindest mal... Ich habe nichts gesagt. Team Leisure ist, was Kaufen heute angeht, sagen wir mal, unberechenbar. Die kaufen hier... Ja, ich will nicht sagen immer. Man hat auch in richtigen Momenten die Ecos gespielt, aber man kauft wirklich ungewöhnlich. Beziehungsweise jetzt merkt man halt, dass Leisure hier das Ding irgendwie auch beenden will. Sticko da sehr offensiv mit der Ave. Ich frage mich, ob er mehr als einen bekommt. Jetzt sollten sie ihn eigentlich rushen. Flashed bekommt er dann nicht den nächsten. Den nächsten verschießt er dann auch noch. Und somit kann ihn Nico da erstmal rauspicken und man bekommt eine Ave bei Nico. So, ist im Chat noch irgendwas los? Seid ihr noch da? Spiel ist gleich vorbei. Ich will noch mal ein bisschen Action hier sehen. Macht noch mal ein bisschen, ne? Ihr wisst Bescheid. Und in der Sekunde mache ich den Chat zu. Ich bin natürlich schlau. Dankeschön, Trimo. Patrick bekommt Nico und Pan verschießt seinen Upshot.
Jetzt wollen sie hier zu dritt noch mal was versuchen. Aber erstmal will man zu zweit Richtung B kurz. Und Pan soll mit der AWP hier möglichst Leute auf dem A-Spot halten. Aber vielleicht schiebt man jetzt auch noch mal über Construction. Aber was macht die Bombe denn? Pan mit dem Nächsten. Und jetzt überrascht man sie von kurz. Und das sollte es doch gewesen sein. Super ausgespielt. Dadurch, dass Pan die beiden Fracks auf dem A-Spot bekommt, schiebt man natürlich bei den Monkeys rüber. Und dann ist es zu Ende. 16-4 für Leisure. Damit 2-0. GG, well played. Und ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Und